Urs Fischer ist ganz fokussiert auf Lugano. Mit Maccabi Tel Aviv im Hinterkopf. Basel spielt ohne Embolo, Lang, Safari, Gashi, Zuffi, Bjarnason und die verletzten Delgado, Janko und Kuzmanovic. Der zweite Anzug also. Mutig, mutig. Und Lugano spielt sofort frech drauf los. Wartet gar nicht lange ab. Botani. Dann Re. Bicinocchi im Doppelpass mit Rossini. Bicinocchi mit dem 1:0 in der 8. Minute. Ein toller Start in dieses Spiel. Höck und Suchi können den Doppelpass nicht verhindern. Herrlich herausgespielt. Mario Bicinocchi, 20 Jahre jung, geholt worden ist er von Milan. Hoppla, sagt man sich beim FC Basel und reagiert sofort. Traoré mit dem Pass auf Ayeti. Der 18-jährige Stürmer fällt und Schiedsrichter Scherer zeigt sofort auf den Punkt. Goli Russo holt ihn von den Beinen. Ayeti ist ganz knapp vor Russo am Ball. Der Pfiff geht in Ordnung. Davide Galla im Penaltiduell mit Francesco Russo. Und Galla verwandelt souverän. 11. Minute, 1:1. Es ist einiges los im Conaredo, trotz des sehr, sehr holprigen Bodens. Der nächste Aufreger nach einer guten halben Stunde. Degen gegen den schnellen Botani. Der Basler greift ans Trikot, aber Botani fällt viel zu leicht. Schiedsrichter Scherer zeigt diesmal zu Recht nicht auf den Punkt. Der FCB mit den größeren Spielanteilen. Elneny stört hartnäckig. Ayeti übernimmt. Galla. Dann wieder Ayeti gegen Russo. Elneny ist da und es steht 2:1 in der 42. Minute. Elneny ist Anfangs- und Endpunkt dieses Tores. Sein 4. Meisterschaftstreffer im 4. Jahr. Urs Fischers Poker mit Basel B geht vorerst auf. 3 Minuten nach Wiederbeginn. Viel Platz für Galla im rechten Couloir. Lugano verteidigt nachlässig. Galla tanzt auch noch Bicinocchi aus und trifft zum 3:1. Sein 2. Treffer. Damit krönt Galla seinen tollen Lauf und sein gelungenes Dribbling. Luganos Trainer Seemann gilt als Offensivpapst. Defensiv ist sein Team nicht stabil genug. Basel hat jetzt alles unter Kontrolle, setzt Lugano weiter unter Druck und die defensiven Probleme des Aufsteigers kommen nur zu deutlich zum Ausdruck. Davide Galla mit einer weiteren Abschlussmöglichkeit. Lugano will den Fans aber weiterhin etwas bieten, zeigt seine offensiven Qualitäten. Verteidiger Wesseli, der U17-Weltmeister, bereitet vor für Botani eine dicke Chance. Mattia Botani, nahe beim Conaredo-Stadion aufgewachsen, vergibt sie. Mittlerweile sind Zuffi und Gashi im Spiel. Die beiden kreieren die letzte Torszene. Es bleibt beim 3:1 für den FC Basel. Der 6. Sieg im 6. Meisterschaftsspiel. Auch Urs Fischers 2. Anzug sitzt. Und nun richtet sich der Fokus sofort auf Maccabi Tel Aviv.